Obwohl Sandra Völker aus Lübeck kommt, ist sie eine klassische Landratte. Sie liebt zwar das Wasser, aber nur als Schwimmerin. Segeln war bisher nicht ihr Ding. Sandra, du wusstest eben nicht, was achterlicher Wind ist. Das hat mich erstaunt. Hast du irgendwas mit Segeln am Hut? Also ich glaube, das konntest du dem schon entnehmen. Es war wirklich reine Freizeitgestaltung. Mein Cousin hat mich mal mitgenommen. Ich bin irgendwie also eingeladen worden, natürlich auf Segelboote. Habe dann gemacht, das, was die zu mir gesagt haben, habe ich mitgemacht. Und mit dem Roland war ich auch schon mal auf dem Tornado zusammen. Also ich denke, ich kriege das hin heute. Die Bedingungen heute waren für einen Menschen, der leicht seekrank wird, nicht optimal. Es war zwar guter Wind, dafür war die Kieler Außenförde heute extrem kabbelig. Aber nachdem sie zum ersten Mal im Trapez hing, wusste sie, warum Tornadosegeln so ähnlich ist wie Motorradfahren auf dem Wasser. Du siehst sehr glücklich aus. Ja, das bin ich auch. Das war der Hammer. Ja. Wie ist das, wenn man da draußen hängt? Also erstmal total ungewohnt, wenn man sich erstmal umschauen muss, wo halte ich mich jetzt fest. Und dann kommt auf einmal die erste Welle über einen rüber. Aber ich kenne Roland ja zum Glück und der strahlt ja so eine Ruhe aus, dass immer alles gut war die ganze Zeit. Fast eine Stunde kreuzte sie mit dem Weltmeister Roland Gäbler über die Förde. Aber ihre Sportart wird Segeln trotzdem nicht. Könnte das eine Sportart für dich werden? Habe ich auch überlegt zwischendurch. Weiß ich nicht so genau. Also Spaß macht es auf jeden Fall, aber so richtig als Sportart weiß ich nicht. Schade, aber nicht schlimm. Es gibt ja schließlich schon genug Segler auf der Kieler Förde.